So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight. Und was soll ich sagen? Wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen die letzten Flammen zu sammeln. Eine ist wohl da an der Grenze des Königreichs. Irgendwo. Wo genau? Aber eine können wir halt doch ganz gut finden. Ich überlege nur, wie wir da gerade am schnellsten hinkommen. Wahrscheinlich wirklich am besten, wenn wir hier durch Tiefnest die Bahn nehmen. Klingt nach dem Plan. Ich hasse diese Owen-Wilson-Pilze. Wobei ich den Schauspieler jetzt gar nicht mal so schlimm finde, aber. So. Ach stimmt, hier ist sogar auch noch im entfernten Dorf eine Flamme. Dann würde ich sagen, holen wir uns die zuerst. Das ist halt echt so ein widerlicher Ort. Die Geräuschkulisse ist schrecklich. Die Leute hier. Ich habe absolut keinen Umgang hier. Nee, hier waren ja diese komischen riesen Tausendfüßler an jeder Ecke. Und die Silberfische. Warum auch immer man diese Viecher Silberfische nennt. Ich meine, was an denen sieht nach einem Fisch aus? Spinnen ignoriere ich jetzt einfach. Hier müssen wir lang. Erstmal zur Sitzgelegenheit. Moment. Okay, wenn es so aussieht, dann muss ich wohl die Sitzgelegenheit da unten nehmen. Geht auch. Kann ich mich mit anfreunden. Moment. Links runter. Und jetzt in die Mitte. Okay, also nicht hier. Oh. Okay, Spiel. Was willst du mir damit sagen? Da bricht einfach der Boden unter meinen Füßen zusammen. Okay, das war auch nicht nett. Aber gut, Hollow Knight ist selten nett zu den Spielern. Oh. Ach. Okay, jetzt bin ich richtig. Da unten ist dann die heiße Quelle. Hui! Was auch ein Weg ist, um ins entfernte. Ach, entferntes Dorf ist sowieso ein. Dings. Eine Hirschkäferstation. Das heißt, es ist eigentlich Blödsinn. Das heißt, ich gehe jetzt von hier aus erstmal Richtung uraltes Becken. Bei der nächsten Hirschkäferstation kann ich ganz einfach sagen, machen wir das doch so. Runter muss ich nicht, oder? Nee. Das habe ich gerade sehr ungeschickt gemacht. Einfach kurz heilen und weiter im Text. Jo, da sind wir. Jupp, Bahnkarte.
Darauf ein Schluck Tee. Stimmt, man kann ja sogar in der Bahn speichern. So. Wir sind relativ nah an. Ach. Okay, ja, wir sind da. Das ist genau richtig. Hier hoch. Und hier ist dann also irgendwo die Flamme. Wow. Hier ist die Flamme. Den zu kriegen wird echt nicht einfach. Ich gehe wieder ein bisschen weg von den anderen. So, ja, funktioniert auch nicht, wenn er zu schnell weg ist. Okay. So kriege ich natürlich auch nicht. Ich kann natürlich auch das Grimmkind einfach die ganze Zeit die Arbeit machen lassen und nur ausweichen. Kacke? Ach, den kann ich da unten in die Stacheln drehen. Wow. Kacke. Was soll ich denn da bitte machen, wenn ich mir dann noch den anderen Käfer dazu ziehe? Okay. Neuer Versuch. So. Meiner sollte jetzt hier irgendwo sein. Wo ist meine Seele? Ich hab gehört, wo sie ist. So, Seele zurück, beziehungsweise Geist. Dich krieg ich noch. Gefährlich ist nur, wenn er so knistert vorher. Okay. Und das war gerade einfach nur dumm von mir. Wie sehr der mich da erwischt hat.
Aber lass dich doch einmal erwischen. Wie sehr das Ding noch bis da geflogen ist. Boah, Kacke. Das Problem ist eigentlich viel eher das Terrain. Also das Terrain ist viel problematischer als irgendwas anderes. Hier wollte ich gar nicht runter. Zeig dich, Freundchen. Ja, ganz im Ernst, wenn er plötzlich... Wieso hat das jetzt nicht geklappt, mich da festzuhalten? So. Wieso habe ich jetzt da Schaden genommen? Kann mir das kurz einer erklären? Wieso habe ich da Schaden genommen? Okay. Der Start war aber auch schon scheiße, also das muss man zugeben. Boah, ich drehe gegen das Viech echt noch durch. Wenn man wenigstens so halbwegs festen Boden mit den Füßen hat und nicht diese kleinen Plattformen mit den Stacheln, ist es ja halb so schlimm. Dich erledige ich vorher, wie du mir wieder hinterherkommst. Ich weiß nicht, womit mich mein Geist gerade angegriffen hat, aber okay. So. Wieso hat er jetzt dahin gezielt? Egal, ich muss mich mit einigen Dingen abfinden. So. Kurz noch mal heilen, so voll im Leben weiter. Wenn das Grimmkind mal treffen würde. Das wäre sehr schön. Okay, das war jetzt falsche Reaktion. Das wäre das, wo die Reaktion drauf angemessen wäre. Ich habe wenig Gelegenheiten, ihn anzugreifen. Das war eine. Okay. Komm her, Freundchen. Boah, wenn er das aus nächster Nähe macht, kommt man da halt auch kaum was. Kann man da kaum was gegen machen. Das war gerade knapp. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier in die Mitte. Ich wollte gerade sagen, wenn der hier so nah dran steht, will ich, wie sehr das Ding noch weiterfliegt.
Ich kann wieder kurz heilen. Knapp. Vielleicht muss ich dich doch mal haben. Freundchen. Das ist echt nicht schön gerade. Besiegt. Flamme verschlungen. So. Da gibt es wohl noch irgendwas zu finden. Ansonsten gibt es noch eine Flamme da. Im entfernten Dorf. Ich überlege gerade, was sich anbietet. Ich denke, es würde sich tatsächlich anbieten, den Aufzug zu nehmen. Station des Königs. Auf jeden Fall muss ich auch mal in das Kolosseum der Narren. Das ist eine sehr interessante Sache. Ich glaube, da gehe ich sogar vielleicht zuerst hin, weil wir da, glaube ich, an einige... Also wir kriegen auf jeden Fall Geo ohne Ende und wir kriegen, meine ich, bleiches Erz. Das heißt am ehesten... Na gut, Station des Königs wäre trotzdem auf dem Weg. Also, wir gehen weiter. Und ich glaube, dass uns das Grimmkind da auch sehr bei helfen wird in der, im Kolosseum der Narren. Ich trinke noch mal kurz was. Ehe mein Tee völlig kalt wird. Ach nee, einen Aufzug gibt's hier nicht. Man muss hier halt so hoch. Hier war doch alles voller Stacheln. Wow, knappe Sache. Aber gerade mit den Monarchenflügeln kommt man hier eigentlich immer ganz gut hoch. Sage ich und stürze von da hoch in die Stacheln. Nerv nicht. Wie sehr der mich tatsächlich noch getroffen hat. Das hier ist der richtige Ort, genau. So, jetzt trinke ich einfach den lauwarmen Tee aus. Moment. Okay, jetzt erstmal. Turbo einlegen. Wo? Ich hatte ganz vergessen, dass es Riegel gibt. So ist auf jeden Fall der richtige Weg. Moment, es lohnt sich eigentlich nicht, sich jetzt hier zu... Wie komme ich denn da hin? Naja, jetzt erstmal hier auf die Bank setzen. Ich würde sagen, da wir jetzt ohnehin schon bei einer Station sind, nutze ich die Gelegenheit, um einmal zur Station beim versteckten Dorf zu kommen. Entfernten Dorf, um da dann nochmal die Flamme zu holen. Einfach, ehe ich die vergesse, weil die doch sehr abgelegen ist. Och, nee. Ja gut, dass die Bank hier halt inaktiv ist, ist kacke, aber immerhin ist hier jetzt, glaube ich, nicht so groß was an Gegnern, die mich daran hindern würden, da hinzukommen. Ach, das ist wahrscheinlich in dem Gebäude drin. Kacke. Bin ich jetzt da unten gelandet und muss erstmal den Weg wieder hoch, oder wie ist das? Yep, ich muss den Weg wieder hoch. Dann machen wir das wohl in der nächsten Folge, wenn ich die Flamme da kriegen will. Überall die... Ach, verdammt, bleib doch.
einfach weg. Ihr doch auch einfach alle. Okay, wie viele noch? So. Ich verstehe echt, warum man eure Chefin die Bestie nannte. So, jetzt bin ich wieder an der richtigen Stelle. Ist das schon die richtige? Nee, das ist nicht die richtige Stelle. Es ist ein bisschen drüber. Aber das hier kann es ja auch nicht sein. Dann ist es vielleicht doch die Stelle. Ah, Moment. Den spreche ich in der nächsten Folge an. Das ist nämlich, glaube ich, die Möglichkeit, diese Quest abzubrechen und ein alternatives Ende zu bekommen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik da, vielleicht ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Hollow Knight. Bis dahin. Cheerio.